Hallo und herzlich willkommen zu Plugs Playtest. In dieser Modvorstellung schauen wir uns gemeinsam die Map Holzheimer Landmap in der Version 0.91 an. So, als erstes der Blick in die Karte. Wir haben einige Felder, die eingesät sind und auch erntereif sind. Die Karte an sich ist ziemlich nutzlos in der Stelle, da wird wohl noch dran gebastelt. So, dann haben wir im PDA eine Gaststätte, einen Güterbahnhof, einen Hafen, einen Landhandel und eine Mühle als Verkaufspunkte. Wir haben die Standardfrüchte, Schafe, Hühner und Kühe. So, dann der Blick in unser Sortiment. Ich habe hier jetzt die Classics installiert. Es sind in der Karte keine Mods dabei. Wir starten auch komplett ohne Fahrzeuge. Deswegen habe ich mir die Classics erstmal installiert, damit wir da mit irgendwas loslegen können. Aber ich kann hier... Das ist ja bescheuert. Ich kann ja nur einen Traktor kaufen und sonst nichts. Naja, dann müssen wir wohl... mit dem Trecker anfangen. Also ich weiß nicht, wie man die Karte anfangen will oder kann. Ohne Fahrzeuge. Das ist ein wenig verwirrend. So, dann aber mal der Blick. Wir haben am Hof angefangen. Hier... Gülle. Ich vermute mal, hier ist Mist. Bin mir aber nicht sicher. Hier sind... irgendwelche Silos. Die sehen aber aus wie Düngemittelsilos. Hier ist der Kuhstall. Hier haben wir... das Saatgut und hier ist noch eine Garage für Abstellmöglichkeiten und ja, da sind wir dann auch schon aus dem Hof rausgelaufen. Da vorne ist unser Landmaschinenhändler. Springen wir gleich mal auf den Trecker auf. Und da sehen wir auch schon den Landhandel als Verkaufspunkt. So, ich wollte aber noch die Karte ein bisschen besichtigen. Da wir hier keine PDA-Karte haben, wird das etwas chaotisch, denke ich, weil ich kenne die Karte halt selber gar nicht. Und muss mir dann auch noch merken, wo wir gerade ungefähr sind. Dann eine Möglichkeit, ja, dann muss ich mich halt an diesen Dingern entlang hangeln. Blablabla. Spät. Ja, da sehen wir die Kuhweide. Hier haben wir noch einen Stall. Ah, das ist noch ein Kuhstall. Der Futtertrog, noch mehr Abstellmöglichkeiten für Sachen. Das hier ist, hoffe ich doch, jawohl, das ist ein Fahrsilo. Mal andere Texturen dafür verwendet, finde ich super. Ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen ins Spiel und in die verschiedenen Maps, die so rumdümpeln überall. Ja, gucken wir mal weiter. Hier lang geht es dann auch schon in Richtung Felder. So, hier haben wir eine Hauptstraße. Das ist wirklich sehr ärgerlich, dass das PDA nicht so nützlich ist, wie man das gerne hätte. Hier ist auch ein großer Unterstand für Geräte. Eine Wiese, da hinten sehen wir Felder. Hier ist ein Maisfeld, das darauf wartet, abgeerntet zu werden. Und hier ist
wohl die Karte an der Stelle zu Ende für uns. Na, fahren wir einfach mal die Straßen entlang. Hier sehen wir auch ein paar Felder. So. Also hübsch gestaltet, hügelig, also leicht hügelig, viele Bäume, sehr schön. Die, ach, hier ist sogar ein abgeerntetes Feld, auf dem man die Strohlagen abfahren könnte, so man denn Geräte dafür hätte. Ja, hier ist eine eingezäunte Wiese, da muss man auch entsprechend die Zufahrten passend finden. Hier sind auch noch weitere Felder. Und da sehen wir auch einen Hochstand. Also schon einige schöne Details verbaut. Immer wieder mal wild in die Landschaft rein. An sinnvollen Stellen unter Umständen andere Unterstände. Damit wir die Maschinen nicht immer alle auf dem Hof haben. Sondern ein bisschen verteilen können nach Bedarf. Ja. Ein paar Baumstämme. Und das Ende der Straße. Dann fahren wir mal wieder zurück. Und genießen die Landschaft von unserem Trecker aus. So, hier ab, da geht's in Richtung Verkaufsstelle, laut PDA. Das ist ja mal... Okay, ich habe noch nie Zuckerrüben angebaut, das heißt, ich habe keinen blassen Schimmer, wie die aussehen. Das könnten welche sein. Keine Ahnung. Weiter geht's. Das ist der nächste Feldweg, den wir uns mal anschauen. Ich fahre jetzt einfach mal die Map außenrum ab, damit wir ein gutes Gefühl dafür kriegen. Ja, hier geht's auch nicht mehr weiter. Weiter geht's auf der Hauptstraße wieder. Und wieder rechts ab. Hier haben wir wohl... Ja, hier ist der Landhandel als Verkaufspunkt. Hier sind die einzelnen Sorten, die man verkaufen kann. Weiter geht's. Was ist da hinten? Da ist das Abschütten. Abschüttgitter für den Verkauf. Und die Bäume sind durchfahrbar. War jetzt nicht geplant, aber dann wissen wir das auch. Und hier ist der Weg schon wieder zu Ende. Also die Karte ist doch recht überschaubar. Auf der Seite zumindest. So, das war der eine Verkaufspunkt. Fahren wir mal hier weiter und schauen uns die Gegend an. Da ist eine Waschhalle. Na, teste ich jetzt nicht, ob die geht. Überlasse ich euch. Und weiter geht's da lang. Ja, eine Straße zwischen den Hügeln, so wie man sie auch bauen würde. Und ein hübscher Abschluss für eine Straße. Umgefallene Bäume,
hier die Ausfahrt zu bauen. Hier haben wir den Feldweg, der uns die Zufahrt auf diese Felder hier oben ermöglicht. Na, wo geht's dann da noch hin? Da haben wir nochmal den Abstellbereich. Hier haben wir den Weg. Ach, den haben wir vorhin nicht gefahren. Jetzt, wo wir neben der Halle sind, gucken wir auch mal, ob die Waschhalle funktioniert. So. Nope. Reine Deko. Weiter geht's. Oh, wir wollten da hinten, also ich wollte da hinten den Weg erkunden nach links noch. Aber insgesamt sieht die Map doch sehr schön aus. Wenn das mit der PDA gefixt oder gemacht ist, kann man sich ja auch ein bisschen besser orientieren. So, hier sind wieder Feldzufahrten. Und da ist das auch wieder abgeschlossen. Fertig, so weiter da lang. Mir fehlen irgendwie die anderen Verkaufspunkte immer noch. Aber schauen wir dann später suchen. Kann man später suchen. So, hier ist auch schon wieder fertig. Da ist die Straße zu Ende. Und dann fahren wir diesen Feldweg mal. Das ist nur ein Feldzubringer. Okay, weiter querfeld ein, weil so langsam... Ich glaube, es gibt wirklich nur den einen Verkaufspunkt und das PDA ist einfach noch nicht bearbeitet. Wow, viele Steine auf dem Feld. Schlecht für den Flug. So, das ist wohl die Straße, die wir ganz am Anfang nach links abgebogen sind. Die rechte Variante davon. Und hier geht's dann wohl nach links wieder zurück zu unserem Hof. Also, da gucke ich jetzt nochmal auf diese, was das hier ist. Das ist nämlich irgendwas Eingezäuntes. Ich glaube, das ist unsere, ja, das ist unsere Kuhweide von der anderen Seite gesehen. Ja. Ich denke, wir haben alles gesehen auf dieser Karte. Ja, freue mich natürlich über Kommentare, Daumen hoch und Abos und hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Mod-Vorstellung wieder. Bis bald. Tschüss.